Die Geburtsstunde der ersten europäischen Menschenrechtsorganisation geht auf das Jahr 1898 in Paris zurück. Die Liga zur Verteidigung der Menschen- und Bürgerrechte wurde damals gegründet, um die Wiederaufnahme des Prozesses des zum Tode verurteilten vermeintlichen Landesverräters Offizier Alfred Dreyfus zu erreichen. Angesichts des verbreiteten Antisemitismus betonte die Liga, dass seit 1791 für alle französischen Bürger die gleichen Rechte, unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit, gelten. Die Wiederaufnahme gelang schließlich und Dreyfus wurde freigesprochen. Dem französischen Vorbild folgte 1926 die österreichische Liga für Menschenrechte. Als erstes umfassendes und weltweit gültiges Menschenrechtsdokument wurde am 10. Dezember 1948 die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen verabschiedet. Sie beginnt mit den Worten: Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Jeder hat also die gleichen Rechte, ohne Unterschiede hinsichtlich Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft. Die 1950 vom Europarat in Straßburg ausgearbeitete und drei Jahre später in Kraft getretene Europäische Menschenrechtskonvention beinhaltet das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit. Sie fordert Religionsfreiheit, Freiheit der Meinungsäußerung sowie das Diskriminierungsverbot. Bis heute sind der Konvention 47 europäische Staaten beigetreten, inklusive Russland und der Türkei, mit insgesamt an die 820 Millionen Bürgerinnen und Bürgern. Die Einhaltung der Menschenrechtskonvention wird vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte mit Sitz ebenfalls in Straßburg überwacht. Neben dem Europarat ist auch die Europäische Union eine Institution für Menschenrechtsregeln. Nicht zuletzt mit der EU-Grundrechtscharta aus dem Jahr 2012, in der allgemeine Menschen- und Bürgerrechte sowie die wirtschaftlichen und sozialen Rechte in einem Dokument zusammengefasst und für alle EU-Länder verbindlich erklärt werden. 1951 entstand das Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge des Flüchtlingshochkommissariats der Vereinten Nationen. Es bezog sich zunächst auf Kriegsflüchtlinge in Europa. Die sogenannte Genfer Flüchtlingskonvention legt klar fest, wer ein Flüchtling ist, welchen rechtlichen Schutz, welche Hilfe und welche sozialen Rechte sie oder er erhalten sollte. Ein Migrant verlässt seine Heimat üblicherweise freiwillig, um seine Lebensbedingungen zu verbessern. Er könnte jederzeit in seine ursprüngliche Heimat zurückkehren. Flüchtlinge hingegen fliehen vor Verfolgung und können unter den bestehenden Umständen nicht in ihr Heimatland zurückkehren. Die Flüchtlingskonvention von 1951 wurde im Jahr 1967 mit dem Protokoll über die Rechtsstellung der Flüchtlinge zeitlich und geografisch erweitert. Deswegen wird es auch die Magna Carta des Flüchtlingsschutzes genannt. Insgesamt 148 Staaten sind bisher der Genfer Flüchtlingskonvention bzw. dem Protokoll von 1967 beigetreten. 1975 unterzeichneten in Helsinki die Vertreter von 35 Staaten des demokratischen Westens und des kommunistischen Ostblocks gemeinsam die Schlussakte der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Die osteuropäischen Staaten sahen darin die Möglichkeit, die Teilung Europas in zwei Blöcke zu festigen. Der freie Westen hingegen die Möglichkeit, den Ostblock endlich zur Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, einschließlich der Gedanken-, Gewissens-, Religions- und Meinungsfreiheit, zu verpflichten. Nur ein Jahr später führte in der damaligen Tschechoslowakei die Schlussakte von Helsinki zur Gründung der Menschenrechtsbewegung Charta 77. Etwa 2000 Dissidenten, mit dem späteren tschechischen Präsidenten Václav Havel an der Spitze, forderten darin mit ihrer Unterschrift das Regime dazu auf, Menschenrechte einzuhalten.